Okay. Ich könnte durchrennen, aber ich mache hier lieber die Türen auf. Warum gibt es hier Betten, wenn es nur Roboter gibt? Hier ist eine Tür gesprengt worden. Ich finde hier keine Briefe oder sonstiges. Eine Toilette mit zwei Seifenspendern. Aber ich höre auch irgendwelche Monstergeräusche im Hintergrund. Trainingsgeräte, ist klar. Und Stuff. Wo ein Arm sich bewegt. Okay, ich werde einfach weitergehen. Nächster Kontrollpunkt erreicht. Mit einem. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Dauerfeueranlage. Ein Laser oder sowas. Alright. Okay. What? Oh my god! Fire, Mama, ja. Ach, jetzt kannst du hier dich durchquillen. Ist richtig. Autobatterie. Komische Bilder. Die Kamera guckt nicht mehr zu mir. Was? Okay, einfach nicht darauf achten und irgendwie gehofft hier wieder Kamera. PC. Ich muss hier nach links. Ach, mir das Gerät. Orochi. Aber ich kann hier nicht rüberspringen, also muss ich doch außen rum. Die bringen dich an den Horizont. Oder ich gehe an den Rechner. Schäfer ums Ganze. Mom was approached by Orochi. They interrogated her. What else are they hiding in this Project Icarus? Did they find her research? Did they find her? I need to know. I don't know, man, but I sure as hell wouldn't stick around long enough to find out. Würde ich auch nicht. Tut mir leid, Vater. Der für die letzte E-Mail verantwortliche Icarus-Mitarbeiter wurde freigestellt. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Icarus und versorgen Sie gerne mit sämtlichen Informationen. Es steht uns nicht zu, Ihre Intuitionen zu hinterfragen. Ihre Freigabe wurde aktualisiert. Sie haben über die primäre Aufzugskonsole jetzt Zugang zur Icarus-Ebene von Basis Pionier Alpha. Es wird nicht mehr vorkommen. Ihr zu ergebender Dienstdiener Zentrale. Ich werde diese Bewertung persönlich nehmen. Ebenso werde ich mir persönlich ein Bild von der weiterführenden Nutzung des Projekts Icarus machen. Wenn ich in 2 Tagen eintreffe, vielleicht können Sie mich ja über Ihre Position aufklären. Und es sind ja New Hearts. Fortschritte in der Quantenmechanik würde die Orochi-Gruppe oder Icarus hinsichtlich ihrer Entwicklung um 10 Jahre zurückgeworfen. Unser Vernehmungsprozess mit Dr. Newhart muss angesichts der jüngsten Ereignisse neu bewertet werden. Ich weiß Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen. Projekt Icarus. Danke, Mr. Chandra. Anbei erhalten Sie die erwähnten Informationen. Hinweis auf Anlage steht ein Videofeed zur Verfügung. Auf Anfrage steht ein Videofeed zur Verfügung. Die Server von Argus sprechen. Die Server von Argus speichern ihre sensiblen Daten an einem sicheren Ort. Dadurch können Sie und Ihr Unternehmen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Security, Sicherheit, Argus. Alle Augen auf Sie gerichtet.
Transkript Funkübertragung. Vernehmung. Cynthia, das kann ich nicht akzeptieren. Ihre Kollegen an der Universität verdienen die zusätzliche Einrichtung. Das Cynthia Newhart Center für mathematische Studien. Klingt doch gut, oder? Wie ich schon bereits sagte. Nein, ich werde an diesem Förderprogramm... Ich bin weder an einem Förderprogramm interessiert, noch... Wir sind bereit, Ihnen alles zur Verfügung zu stellen, was Sie verlangen. Geld, Ressourcen, Equipment. Ein sicheres und glückliches Zuhause für Ihre Familie. Wir... Nein, und jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Danke für Ihre Zeit, Dr. Newhart. Ich bin mir sicher, Sie werden... Bald werden Sie denken wie wir. Wo bin ich? Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, Dr. Newhart? Ich werde gehen und die Behörden informieren. Sie können mich hier nicht festhalten. Orochi hat großes Interesse an Ihren Forschungen. Mit jedem neuen Roman geben Sie Ihr Wissen an eine immer weitere Leserschaft weiter. Diese Sorglosigkeit ist unerfreulich. Einige Fragen sollten niemals beantwortet werden. Woher haben Sie diese Theorien? Wie haben Sie von dem dimensionalen Riss erfahren? Ich bin Professorin der Quantenmechanik, Mathematik. Haben Sie ein Artefakt gefunden? Ein Buch? Eine Verbindung mit Agatha? Was verbergen Sie vor uns? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich habe nichts. Sie können sich nicht, uns nicht verweigern, Cynthia. Ihre Nachbarn sehen alles. Es liegt an der Arbeit, das verstehen wir. Aber stellen Sie sich vor, eine Mutter mit gefährlichen Verhaltensstörungen, dissoziative Episoden, akustische Halluzinationen, Isolation. Was? Wir würden wirklich ungern etwas melden, wodurch Sie Ihren Sohn verlieren. Sie sich. Aber, Dr. Newhart. Agent, Sie hatten ja mittlerweile reichlich Zeit, um nachzudenken. Gewiss haben Sie sich überlegt, was ich... Agent Chandler. Woher kennen Sie meinen... Woher weiß sie, wie ich heiße? Dennis Chandler, Ihre Lieblingsfarbe ist blau. Sie haben eine Frau namens Delilah, Ihre Tochter... Eine Tochter namens Hazel. Hazel ist heute übel gestürzt. Sie werden es bald erfahren. Sie... Die Knochen werden heilen, aber nicht immer. Hör zu, du Schlampe, ich werde... Ja... Mein Haar... Black... Dog... Ungefähre phonetische Transkription. Cynthia, ich kenne keine Gleichung, Dennis. Ich habe sie mit meiner Zunge auf ihren Schatten geschrieben. Sie werden mich noch nicht noch einmal besuchen. Cynthia, haben Sie das verstanden, Dennis? Sollte ich erfahren, dass Sie oder Orochi meine Familie verfolgen, werde ich Ihrer Frau und Ihrer Tochter Dinge antun, die sie Blut schwitzen lassen. Und jetzt öffnen Sie die Tür. Türen regeln. Okay. Wir bringen sie zum Horizont. Wir bringen ihn in den Horizont. Okay, plötzlich spricht sie in der... The whole system locks down if the security camera spots me. Maybe I can connect to it with the bio gauge. Ja, hatten wir schon. Shane, the gate is opening. Get over here ASAP. You have to see this. Ich gehe jetzt mal in den Keller. Icarus. Ja, plötzlich spricht sie mit der Sprache des Lovecraft-Universums da. You're all alone, little one. Sometimes I feel alone too. We're both alone here. Together. Okay, ich habe jetzt Zugriff X, also 10. They hide like rats under the floorboards. Stick them in temples where they cannot. I have seen where they root, sliver like snakes amongst the leaves. Und es zu. Jetzt kriege ich es hier auf, oder was? Hat mich auch gewundert. Aber irgendwie hat sich das gerade verschwurbelt. Also gedreht, die Beleuchtung. Und jetzt werde ich hier dekontaminiert. Okay, schöne Steine. Das soll eine Statue sein, nehme ich an.
Und ich habe Angst, was jetzt auf mich zukommt. Wenigstens habe ich einen Kontrollpunkt erreicht. Icarus-Komplex. My God. It's completely taken over. Thank you. Seething tendrils of a hive ever expanding. Fools, they cannot be contained. Kommandozentrale suchen. Okay, das geht mir ein bisschen. Ist auf jeden Fall tiefer, als ich erwartet hätte. Und irgendwie kommt das nicht gut, wenn ich da drüber laufe. Sei es drum. Kakteen. Wow. Ist richtig, gleich kommt der Tatake wieder. Oder auch nicht. Okay, aber es gibt hier jetzt nichts, was ich... Okay, in 68 Meter im solchen Bereich erkunden. Überwischt mich hier hinten nicht, okay? Gut. Und wir hier drin. Okay, das leuchtet auf jeden Fall im Dunkeln ein bisschen. Und seltsame Formeln, die ich anscheinend nicht verstehen kann. FCNC, aber FCNC. Okay, gut. Was sagt mir denn dieser PC hier? Jesus. Orochi has leverage on everyone. Wir haben die angeforderten Akten gesammelt und zur Ansicht auf diese Konsole geladen. Die Daten enthalten detaillierte Möglichkeiten, die Invictus Crew unter Druck zu setzen. Sollte die Umsetzung weiterer Überwachungsmaßnahmen erforderlich sein, sind wir darauf vorbereitet. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir geben der Diener Zentrale. Ina Volkova. Im Alter von 27 Jahren war Dr. Ina Volkova unmittelbar an Avaya Krichiv beteiligt, das als Krychau-Zwischenfall für internationale Aufmerksamkeit sorgte. Sie hatte mehrere Jahre lang in einer stillgelegten Militärbasis vor den Toren von Krychau in Weißrussland gearbeitet. Tausende Bewohner der Kleinstadt wurden durch eine Explosion in der Basis getötet. Eine Explosion zur Vertuschung der Freisetzung einer außerirdischen Substanz, die sie erforscht hatte. Im Laufe des von der Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgten Prozesses wurde Dr. Volkova verschiedene geheime Experimente nachgewiesen, von denen hochrangige Mitglieder der Regierung angeblich keine Kenntnis hatten. Vor der Urteilsverkündung floh Volkova aus Weißrussland und beantragte Asyl in der Botschaft der Russischen Föderation in Tokio. Als Gast der Botschaft, dem ständig die Ausweisung drohte, konnte Ina ihre Forschung nicht fortführen. Wir haben ihr die Möglichkeit geboten, ohne Auflagen zu arbeiten. Sie nahm das Angebot und eine strikte Vertraulichkeitsvereinbarung an und kehrte nach Weißrussland zurück. Während ihre ethische Integrität fragwürdig bleibt, sind ihre Fähigkeiten unbestritten. Engmaschige Überwachung und nach Ergebnissen Ausdruck des Vertrauens empfohlen. Shane Newhart, in dem Fall. Von niedergelassenen Familientherapeuten dokumentiertes frühkindliches Trauma, Trennungsängste, leichte Sozialphobie. Abschluss Anna Brown, 46. Doktortitel Miskatonic, Maschinentechnik. Von besonderem Interesse hat im zweiten Studienjahr eine praktische Gleichung zur Erklärung der theoretischen Grundlagen von Young Mills Massenlücke-Vermutungen aufgestellt. Es kursiert das zweifelhafte Gerücht, dass ihm dies nur an einem Wochenende gelang. Ansonsten unauffällig. Dr. Newhart ist der Schlüssel für das Verständnis der Studien von Cynthia Newhart und zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes. Überwachung von Wohnung und Büro empfohlen. Mögliches Druckmittel, falls Newhart jemals aus der Isolation zurückkehren sollte. Einstellung in örtlichen Manticore-Büro als Ingenieur empfohlen. Sämtliche Gehaltsforderungen akzeptieren.
für Informationen bezüglich Tenure drängen. Josephine Wilcox. First Lieutenant Josephine Wilcox, Special Forces, Distinguished Service Cross, erhalten im Jahr 52. 55 kriegsgerichtliche Anhörungen. Februar dann unehrenhafte Entlassung, Akte geändert, Beweise vernichtet. Commander Wilcox räumte ihren Post am 22. Februar 2055, um ihre makellose Akte zu behalten und gab persönliche Gründe für ihre Kündigung an. Gemäß unseres Vertrages arbeitet Wilcox zunächst in unserer kalifornischen Medico-Einrichtung unter strengsten Vertraulichkeitsrichtlinien. Gründe für Entlassung. Al-Pawit, Jemen. Teambeschuss gemeldet. 6 Undercover-Agenten bei einem strategischen Angriff auf verdächtigen Uranschmuggel getötet. Das von Wilcox geführte Team hat keine Verluste. Anlage neutralisiert. Alpha Camp Almat, Jemen. Gewaltausbruch von Commander Wilcox während des Kriegsgerichtsprozesses. Mehrere Zeugen. Nach einer kurzen Auseinandersetzung zog Josephine Wilcox eine Pistole und schoss dem befehlshabenden Offizier Major Corey Houston aus kürzester Distanz in den Kopf. Anschließend wandte sich Wilcox um und gab 2 weitere Schüsse auf Brust und Schulter von Captain Alan Sheffield ab. Bevor Mitglieder des Teams eingreifen und Wilcox überwältigen konnten, fielen 2 weitere tödliche Schüsse, die Captain Jaden Allen an Hüfte und Leiste trafen. Die letzten Schüsse wurden in die Decke abgegeben, als sie mehrere anwesende Offiziere die Waffe entwandten und Wilcox abführten. Major Houston und Captain Sheffield waren sofort tot. Captain Jaden Allen starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Beweisvideo wird von Zentrale verwahrt. Die Truppen nahmen Wilcox in Schuss und gaben an, dass die fraglichen Offiziere den Teambeschuss aufgrund ihres eigenen Fehlverhaltens wissentlich verursacht hatten. Commander Wilcox wird für die genannten Ereignisse nicht bestraft, solange wir sie kontrollieren. Declan Delapore. Masterabschlüsse in Maschinentechnik und Linguistik am California Institute of Technology. 2054. Vorfallsbericht. Vergehen. Handel mit Heroin, Rauschgiftbesitz, fahrlässige Tötung. Am 13. August 2047. 5 Jahre, 5 Monate verbüßt. Declan Delapore hat sich aufgrund anhaltender Drogenprobleme 2-mal selbst in Entzugskliniken eingewiesen. Seine Verurteilung erfolgte zeitgleich mit einem im Jahr 2048 abgeschlossenen Scheidungsverfahren. Am 13. November 2049 wurde Declan Delapore nach einem Suizidversuch zur Beobachtung in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Rekrutierungsabteilung von Orochi hat bestätigt, dass Delapore seit mehr als 12 Jahren drogenfrei ist. Stand 1. Januar 2062. Und in dieser Zeit seinen Abschluss mit Auszeichnung machte. Nach seinem Examen hatte er aufgrund seiner vorher angegangenen Haftstrafe signifikante Probleme. Das Stellenangebot von Orochi war an seine Bereitschaft geknüpft, stillschweigend darüber zu warten. Da Delapore ein hochmotivierter Mitarbeiter ist, hat Orochi mittlerweile die Löschung sämtlicher Unterlagen aus seiner dunklen Vergangenheit veranlasst. Und Lucas van Buren. Oh, Lucas, what the fuck? Mehrere Vorfälle. Absolutes Kontaktverbot, Mary Richardson. Kontaktverbot, Tia Andres. Absolutes Kontaktverbot, Abigail White. Vergehen, Verstoß gegen Kokain, Kontaktverbot, Strafmaß 30 Tage. Psychiatrische Beurteilung. Dr. Van Buren's soziopathische Tendenzen wurden im Rahmen seiner Jugendtherapie umfassend dokumentiert. Lucas fällt es schwer, Gefühle richtig zu deuten und erweist innerhalb seines sozialen Umfeldes mangelnde Empathie für seine Mitmenschen auf. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass er von seinen Eltern nach einer Vivisektion der Familienkatze in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Dr. Van Buren's Beiträge auf dem Gebiet der Philologie sind beträchtlich, beachtlich. Seiner Arbeit ist es zu verdanken, dass die Entwicklung von zentralamerikanischen Sprache zu ihren Ursprüngen zurückverfolgt werden konnte. Erst kürzlich war er an der Übersetzung der von Orochi entdeckten alten Texte und Sternkarten beteiligt. Orochi hat Dr. Van Buren's Aktivität nach dem Verschwinden von Abigail White und Tia Anders in den Jahren 2054 und 2055 engmaschig überwacht. Die Videos zeigen, wie Lucas die Frauen entführt und in seinem Haus missbraucht hat, ehe er sie schließlich erwürgt und die Leichenteile entsorgt hat, um keine Beweise zu hinterlassen. Die Gefahr neuerlicher Gewaltausbrüche ist im Rahmen der akzeptablen Risiken gering, zumal Dr. Van Buren die Aufzeichnung gesehen hat. Er wird jede Aufgabe erledigen, ohne Fragen zu stellen. Wir können auf keinen Mitarbeiter mehr Druck ausüben als auf ihn. Ja, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Und wir haben also einen psychopathischen Mörder unter uns. Fuck. Was war das?
Das pulsiert. Ich geh trotzdem ein. Ja.